hier bei Merklin. Und diese Baureihe 42, die schauen wir uns jetzt mal an, die interessiert mich. Ja, Herr Verschlesch, sind wir hier bei der Baureihe 42. Jetzt haben Sie uns ja hier auch eine mitgebracht. Was ist das Neue daran? Die komplette Lokomotive. Komplett. Und eine Baureihe 42 ist eigentlich eine sehr wichtige Lokomotive gewesen. Das ist eine schwere Güterzuglokomotive. Die hat auch bei uns im Sortiment gefehlt. Und aus diesem Grund haben wir dieses Jahr diese komplette Neukonstruktion gemacht. Wir hatten schon vor einem Jahr diese Lokomotive auf dem Schirm, haben also auch schon im Werk schon alle Vorbereitungen getroffen. Diese Lokomotive wird also sicherlich in 5 bis 6 Wochen im Fachhandel sein, weil die wird also schon in Göppingen schon zusammen montiert. Und wir zeigen also hier schon das fix und fertige Modell mit den passenden Wagen dazu. Das sind also so Erzwägen. Auch die Beladung hier ist es also nicht irgendein Kunststoffgranulat, sondern das ist ein richtiges Erz. Darf ich die mal selbstverständlich in die Hand nehmen, weil ich mal wissen möchte, wie schwer. Die hat gut Gewicht, gell? Ja, die genau. Ist sehr stabil. Und so wie Sie eigentlich hier diese Lokomotive schon halten, merkt man, Sie sind eigentlich schon ein richtiger Modelleisenbahner geworden hier in der kurzen Zeit. Ja, ich fange an, meine Liebe dafür zu entwickeln hier. Was dürfte ich denn investieren, wenn ich mich jetzt hier für die neue Baureihe interessiere? Diese Lokomotive, so wie sie da steht, kostet rund 390 Euro. 390 Euro klingt natürlich am Anfang recht viel. Man muss dazu sagen, die Lokomotive hat knappe 300 Einzelteile. Und wir sehen das also auch immer wieder, dass wenn die Leute dementsprechend da sind, bei uns im Werk eine Werksbesichtigung machen, da gehen die eigentlich raus und sagen, was die Lokomotive kostet, nur 390, weil sie wirklich dann auch sehen, wie filigran dieses Modell natürlich hergestellt wird. Sie hat natürlich Vollsound, das heißt also, so wie wir es vorher auch bei der Spur 1 gesehen haben, sind die ganzen Geräusche, alle Features und so, sind hier natürlich auch drin und auch zu hören.